So, wie bestimme ich dominante Strategien? Wir haben hier eine Auszahlungsmatrix gegeben. Nochmal ganz kurz zur Grundstruktur, damit alle auf der gleichen Seite sind. Wir haben Spieler A und Spieler B. Spieler B kann auswählen zwischen Handlung B1 oder B2. Spieler A wählt aus zwischen Handlung A1 oder Handlung A2. Und wenn zum Beispiel A1 und B1 gespielt werden, dann haben wir folgende Auszahlung, nämlich 8 für den Spieler B und 5 für den Spieler A. So, und jetzt wollen wir wissen, was eine dominante Strategie ist. Naja, wir haben hier, wir sehen, wenn der Spieler B B1 spielt, dann ist für den A1, was ist für den A1 dann die beste Antwort? Er könnte A1 spielen, dann hat er 5 oder A2, dann hat er 6. Also 6 ist die beste Antwort. Genauso, wenn Spieler B B2 spielt, überlegt sich der A, ich habe entweder 4 oder 8. Was ist meine beste Antwort? 8. Und die Tatsache, dass wir hier, dass es sich für den A immer lohnt, eine bestimmte Strategie zu spielen, das nennen wir dominante Strategie. Okay, das heißt, egal was der B macht, für den A lohnt sich, es ist immer am besten, Strategie A2 zu wählen. Genauso umgekehrt, überlegt der B sich, okay, wenn der A A1 spielt, was ist dann meine beste Antwort? 8 oder 5? Die 8. Wenn der Spieler A A2 spielt, was ist dann meine beste Antwort? 4 oder 3? Natürlich die 4. Und für Spieler B haben wir dann genau das Gleiche, nämlich, dass es sich für den Spieler B immer lohnt, Strategie B1 zu spielen, egal was der Spieler A macht. Und das nennen wir dann dominante Strategien. Und die Tatsache, dass wir hier eine Strategiekombination haben, wo jeweils eine dominante Strategie gespielt wird, nennen wir dann ein Gleichgewicht in dominanten Strategien. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.